Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wieder mit einer Folge Project Castaway. Ich weiß, die Woche ist ein bisschen Project Castaway lastig. Das liegt aber daran, dass ich warte, bis das Enshrouded Update kommt, bis das Conan Update kommt. Und dann bin ich eigentlich gerade dabei, dass ich mir auch Throne and Liberty anschaue. Da weiß ich aber nicht, wie ich ein Let's Play dazu machen soll oder was genau ich dazu machen soll. Deswegen wird das vielleicht noch ein bisschen dauern. Aber ich denke, mit Project Castaway sind wir auf jeden Fall auch ganz gut dabei. So, ja, ich würde sagen, wir starten dann einfach mal ins Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß, ich wünsche mir viel Spaß und somit let's go. Ach so, ja, und PS, ich hoffe, dass euch meine Jalousie, die auf ist, heute ausnahmsweise nicht stört. So, wir sind also wieder zurück hier in unserer kleinen, bescheidenen Hütte. Ich habe noch den Prep-Table fertig gebaut. Da muss ich tatsächlich noch gucken, was genau ich mit dem anstellen kann oder wie man irgendwie Sachen miteinander vermischen kann. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Hier hatte ich euch ja gefragt, wegen dem Granitschmelzen und mein Gott, ich bin total blöd und ihr hattet natürlich wieder alle recht. Granit kann man ja nicht schmelzen. So, ich habe aber dann Eisen abgebaut und Kupfer, habe das Ganze ausprobiert, hat auch wunderbar funktioniert. Ich weiß gar nicht, habe ich die Barren noch hier drin? Ja, hier. Bronzebarren. Die braucht man natürlich nicht, wenn wir jetzt hier weitermachen. Das heißt, ich glaube, wir machen mal den Rucksack so ein bisschen leer und bereiten uns mal darauf vor. Schön langsam, dass wir zu einer anderen Insel düsen können. So, jetzt schmeiß doch mal das ganze Zeug da rein. Davon habe ich eh viel zu viel im Rucksack. Oh no, das wollte ich nicht. Ich weiß, ich kann das auch anders reinschmeißen, aber ich mache es jetzt gerade so. Was haben wir hier noch? Wir haben einen Verband, wir haben Trinken. Kartoffeln habe ich noch dabei. Ingwer habe ich dabei. Und ich denke, das können wir auch einfach mal lassen. Wenn ihr seht, ich habe mir auch den Granitspeer schon gemacht. Ist natürlich jetzt nicht so gut wie der Bronzespeer, aber mei, der kommt auch irgendwann noch. So, was natürlich jetzt ein belastendes Problem ist, ist, dass ich keinen weiteren Reifen mehr finde und dass ich jetzt dementsprechend dieses Ding hier canceln muss mit X. Okay. Na toll. Das ist natürlich wieder jetzt nicht so, wie ich es wollte. Schnell raus, weil da hinten war der Hai. Gut. Das heißt, wir müssen irgendwie schauen. Wo ist denn der Hai jetzt hin? Er ist weg. Er lässt sich nicht mehr sehen. Wir müssen also irgendwie gucken, dass ich jetzt hier mit dem zurechtkomme, was hier ist. Kann ich da irgendwie hoch? Jawohl, super. Müssen wir mal schauen, ob uns das reicht. Müssen wir mal kurz nach dem Hai gucken. Mann, ich hasse den Hai. So. Und jetzt hätte ich eigentlich gerne, dass das ein bisschen weiter vorne am Strand ist. Also ich springe jetzt rein und ich versuche es irgendwie nach vorne zu tun, ohne dass ich jetzt von hinten gefressen werde. Na? Schnell raus. Okay, super. So passt es, denke ich erstmal. Ich hoffe, das ist groß genug. I don't know. Oder hätte ich dazwischen noch so ein einzelnes setzen können? Jetzt wartet mal schnell. Wir gehen mal hier hin. Genau, ich habe ja hier die Tire Raft gemacht. Das könnte ich noch ansetzen. Also hätte ich das vermutlich auch dazwischen setzen können. Ich habe nur Angst, wenn ich das jetzt abreiße. Warum kann ich eigentlich hier nichts hinbauen? Ah. Ich glaube, wir lassen es jetzt so. Und dann brauchen wir natürlich fürs Boot noch eine Raftrude. Raftrude. Das kommt dorthin. Und wir brauchen natürlich ein Sail. Tu mal hierher, gell? Okay, brauchen wir sonst noch irgendwas? Brauchen wir diesen komischen Schutz? Wo tut man denn den hin? Okay, den kann ich auch nur hier hinten hin machen. Brauchen wir den? Weil der, ich glaube, der kommt ja nicht mal zu uns her.
Nee, ich glaube, wir lassen das. Also, das heißt, ich hole mir jetzt eine Axt. Ach so, nee, brauche ich ja gar nicht. Moment mal, wir haben ja hier noch die Baumstämme. So, dann brauchen wir noch den. Der kommt auch dahin. Dann brauchen wir viermal Ding und siebenmal Large Stickies. Das heißt, wir brauchen zwei Baumstämme. Dafür brauche ich aber meine Axt. Da habe ich mir auch schon so eine Granitaxt gemacht. Wo ist sie denn? Hier. Take Granite Axe. Komm mal her. Halt. Habe ich dich? Jawohl. Gut. Also brauchen wir ein Bäumchen. Nehmen wir mal den großen hier hinten. In der Hoffnung, dass zwei rausfallen. Sollten aber eigentlich. Gut, wunderbar. Die nehmen wir mit. Düsen zu unserem Boot. Machen sie klein und holen dann noch das Clove. So. Mal hingeschmissen und jetzt wird es dann eh schon wieder Abend. Das heißt, wenn wir dann gepennt haben, können wir auf jeden Fall losstarten. Mach dich klein. Wie viele kann ich denn nehmen? Ah, 6 Stück. Okay. Die 2. Druff. Ruf die Mutti. Und dann 4-mal Clove. Den können wir hier reinpacken. Genau. Jetzt lasst mich aber mal überlegen. Ich glaube, dass die Axt rein kann. Habe ich jetzt was anderes genommen? Nee, ich habe meinen Speer. Ich habe meine Steinaxt, die bald kaputt geht. Brauche ich sonst noch irgendwas, Leute? Ich nehme vielleicht noch einen zweiten Speer. Geht das? Kann ich den auf die 2 packen? Ja, okay. Der hat nämlich auch nicht mehr so viel Haltbarkeit. Dann machen wir das so. Ich glaube, mehr brauche ich zum Erkunden jetzt auch nicht. Das heißt, machen wir uns mal Licht an. Na, es funktioniert irgendwie nie beim ersten Mal, habe ich das Gefühl. So, schaut mal, ist schon viel besser. Also, ich habe gesagt, ich brauche Klopf. 1, 2. Ich hatte da aber noch so viel mehr Klopf. Dachte ich. Wo ist noch Klopf? Ich glaube, ich habe nicht mehr. Das heißt, ich muss auf jeden Fall noch kurz losgehen und dann nach Kleidung suchen. Aber sonst haben wir, glaube ich, soweit erstmal alles dabei. Das heißt, wir gehen mal pennen. Super geil. Ich konnte jetzt doch noch ein bisschen pennen. Wir haben es jetzt 6:30 in der Früh. Das ist, glaube ich, eine gute Zeit zum Aufstehen. Wir füllen mal unser Wasserdingsi. Ja, wir trinken nochmal was. Füllen es also nochmal auf. Essen habe ich auch genug dabei, denke ich. Lasst uns vielleicht nochmal reingehen und hier eine Kokosnuss nehmen und noch eine. Beziehungsweise wir essen gleich noch eine und nehmen noch eine mit. Und dann sollten wir eigentlich los können. Brot habe ich schon fertig gemacht. Und ja, da die Insel hier ja am nächsten ist, hätte ich gesagt, wir düsen jetzt erstmal zu der hin. Und hoffen, dass das irgendwie hinhaut. Okay, also dann machen wir mal unser Dingsi auf. Und AD zum Steuern. Okay, und dann einfach mal geradeaus. Ich hoffe ja, dass der Hai uns tatsächlich nicht fressen kann, wenn wir auf dem Boot sind. Aber ich weiß es nicht. Zumindest ist gerade keiner in Sicht. Ich bin so gespannt, was uns auf der Insel jetzt erwartet. Finden wir Blueprints? Finden wir weitere von den Schmuckstücken? Also von den Geheimnissen? Finden wir irgendwelches komisches Leben? Also komische Lebensformen? Oder vielleicht sogar Panther? Tja, das ist die Frage aller Fragen. Oh, da ist ein Hai. Habt ihr es gesehen? Da links von mir. Oh mein Gott, ich will gar nicht hinschauen. Segel einfach weiter. Es gibt mir so eine innere Unruhe, wenn ich weiß, dass da ein Hai neben mir schwimmt.
Aber ich glaube, das wäre im echten Leben auch so. Ich glaube, wir haben es fast geschafft. Wir sind gleich da, wir sind gleich da. Juhu. Sich nur noch um Stunden handeln. Okay, wir haben es geschafft. So, dann machen wir das zu, damit es nicht weitergeht. Und ein Hai ist nicht mehr in Sicht. Wunderbar. Also nehmen wir mal die Waffe raus und schauen mal, was hier so geht. Wenn ich gerade hier schon dabei bin, dann machen wir mal den Stein kaputt, falls ich was reparieren muss. Und Stickies sind natürlich nie verkehrt. Was ist das hier? Eine zerstörte Mikrowelle. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, wir bleiben erstmal hier am Ufer und schauen, was hier so geht. Hier ist ein Kühlschrank. Können wir auch gerade nichts damit anfangen. Ich würde gerne mal eine Flaschenpost finden. Flaschenpost. Hier wäre ein Reifen. Hä? Oh, eine Hornisse. Und tot ist sie. Hier ist ein Reifen, aber den brauchen wir ja gerade nicht mehr. Was ist das? Ah, eine kaputte Lampe. Okidoki. Und wieder ein Reifen. Eigentlich könnten wir von Insel zu Insel unser Schiff ja immer größer machen und dann vielleicht sogar ein Hausboot draufbauen. Wie findet ihr denn die Idee? Sollen wir das machen? Ich glaube, das wäre ganz cool. Was ist denn da? Ist das ein Flugzeug? Tatsächlich, krass. Krasser Scheiß. Aber wir haben ja gesagt, wir bleiben erst am Strand. Wobei, ich könnte auch den Strand mal ablaufen. Gucken. Aber nee, wir machen das schon zusammen. Eine nicht Mikrowelle. Aircondition. Klimaanlage. Jetzt hat. Oh, hier sind auch so viele Reifen. Bin mir nicht sicher, ob jetzt tatsächlich hier irgendwas am Strand ist, was es wert wäre. Außer die Matratze hier. Die ist natürlich schon chillig, aber die können wir ja auch nicht benutzen. Hier haben wir wieder Reifen über Reifen. Sehr toll. Was ist hier? Nix. Okay, okay. Welches war jetzt unsere Insel? Die da hinten, genau. Okay. Na gut, wir schauen natürlich trotzdem weiter, weil es können sich ja überall irgendwelche Geheimnisse befinden. Und die wollen wir ja natürlich nicht übersehen. Deswegen. Vielleicht ist ja hier hinten auch eine Höhle oder so. Jetzt frage ich mich gerade, ob ich mir vielleicht hier ein Bett bauen sollte, dass ich hier respawnen kann, wenn mich irgendwas killt. Und ich denke, das werden wir auch machen. Könnte ganz klug sein. Oder wenn ich hier jetzt übernachten muss, weil wir zu lange brauchen. Wir haben es ja schon wieder 2:30. Es wird ja im Prinzip gleich wieder dunkel. Das heißt, wir suchen uns jetzt eine kleine Stelle, wo wir unser Bettchen aufschlagen. Was ist hier hinten? Nix. Oh, irgendwie eine Spinne? Ein Skorpion. Okay, eine Schnecke. Haha. Oh, und tot. Nehmen wir mit. Skorpion kann liegen bleiben. Was haben wir denn hier? Silber? Ich habe übrigens auf unserer Insel gesehen, dass wir auch Silber und Gold drauf haben. Also ich glaube, dass wir wirklich alle Materialien tatsächlich auch auf unserer ersten Insel haben. Ah, Hilfe, es ist schon wieder irgendwas hinter mir her. Ich brauche aber noch ein Palmwedel.
Lass mir mal kurz mein Bett fertig bauen hier. Wirklich, was soll denn der Mist? So, was war das jetzt? Keine Ahnung, aber ich werde jetzt mal ganz kurz speichern. So, jetzt haben wir es endlich geschafft, dass wir wieder pennen können. Wir müssen jetzt zuerst mal was mampfen. Oh, Rotten Potato. Scheiße. Dann erstmal halt zwei Kokosnüsse. Und trinken. Das ist immer so ein bisschen blöd mit diesem Lichteinfall. Und dem Rucksack, weil jetzt sehe ich alles, davor sehe ich nichts. Wir trinken was. Super. Jetzt geht es uns wieder gut und wir düsen ganz schnell zum Flugzeug. In der Hoffnung, dass uns nichts über den Weg läuft. Wow, schaut mal an. Hier liegen ja übel viele Teile. Wie eine Turbine. Darauf, ja. Was ist das? Oh, eine Blueprint. Für einen Ledersessel. Lasst uns mal gucken. Cool. Bisschen mehr comfortable than a wooden chair. Das ist wohl korrekt. Krass. Okidoki. Hat sich also schon mal gelohnt, hier hinzudüsen. Und hier ist der Rest. Hier ist eine Notiz. Die nehmen wir natürlich mit. Muss man sich echt so genau immer umgucken. Kann ich da rein? Nope. Okay. Dann halt nicht. Hier ist ein Schmetterling. Was geht hier? Kann man da nirgends rein? Ach doch, hier. Oh, da ist auch ein Blueprint. Für Shark Axe. Und nochmal was? Für Cleaver. Ich will da wieder raus. Da war nichts mehr. Aha. Shark Axe. Krass, das ist tatsächlich dann von einem Hai. Geil. Und Cleaver, Meat Cleaver. Cool. Also Hackmesser ist ein Meat Cleaver, oder? Cool, cool, cool. Das hat sich voll gelohnt. Da hinten liegt auch noch was. Jawohl. Für Amber Seasoning. Seasoning used to improve meat. Dafür braucht man eine Kaffeebeere. Guckt mal an. Vielleicht nehmen wir die dann noch mit. Was ist das? Aloe Vera? Wow, wir haben echt viel gefunden hier. Hier ist aber sonst auch nichts mehr. Hier hat man voll die gute Übersicht. Was ist das da hinten? Wahrscheinlich nichts. Wir müssen kurz mal gucken. Ah nee, das ist nur von dem Flugzeugteil. Habe ich sie erwischt? Ja, cool. Hat die Federn? Ja, die hat Federn. Ich weiß zwar nicht, wofür ich die brauche, aber wahrscheinlich für Pfeile. Gucken wir mal weiter. Hier noch irgendwas ist. Muss ja eigentlich. Es kann nicht sein, dass das das Einzige gewesen ist hier. Ach nö, es fängt wieder zum Regnen an. Schauen wir mal, dass wir jetzt hier so hoch gehen. Und hier einfach noch schauen. Ja, guckt mal an. Hahaha. Blueprint für einen Birdcage und Seagull Hatchet. Was ist das? Wartet mal. Aha. From Seagull Parts. Okay. Und was war jetzt das andere, was wir da noch hatten? Ach, hier, der ist da. Ja, geil. Ein Vogelfang-Ding. Vogelfang-Dingsi-Dingsi.
Gucken wir hier rauf. Und nochmal gucken hier, ob irgendwas sieht, aber tue ich jetzt gerade nicht. Das heißt, einmal wieder runter, bitte ohne Schaden. Schauen wir weiter. Banana Tree. Hier. Kann ich hier hochlaufen? Ja, tatsächlich kann ich hier einfach hochlaufen. Nice. Ganz schön spannend, Leute. Wow, was ist das für ein Ding? Kann ich leider nicht anhauen. Ich habe Angst, dass plötzlich ein Jaguar um die Ecke kommt. Oder so. War da was? Ja. Uah, Hilfe. Was du? Ih, das ist wieder ein Skorpion. Ist er tot? Oh ja, Glück gehabt. Diese kleinen, verflixten Viecher. Was ist das? Oh, ein toter Mensch. Oha, mit übelst vielen Blueprints. Okay. Ein Tank. Schauen wir uns gleich an. Elite Bird Share. Das war das, was wir gerade hatten, ne? Dann haben wir das hier. Und was war das andere? Ja, gute Frage, nächste Frage. Egal, wir haben auf jeden Fall drei gefunden. Stone. Da hat also tatsächlich noch jemand gelebt hier. Das heißt, ich glaube, wir gehen mal hier runter. Ganz vorsichtig. Denn hier an dem Strandabschnitt waren wir ja auch noch nicht. Wenn ich das richtig sehe. Tja. Wären wir mal lieber da hinten runtergegangen. Geht's vielleicht hier auch? Ja, ich denke. Ich denke. Ganz vorsichtig hier so lang düsen. Ganz langsam. Ja, schaut mal an. So. Und schon sind wir unten. Was ist hier? Hier ist, glaube ich, nichts. Schwimmen wir wieder zurück. Gucken uns hier unten noch um. Hier ist aber auch nichts bis jetzt, was interessant wäre. Hier sind, glaube ich, Kartoffeln. Hier ist Kakare. Ja, vielleicht haben wir auf der Insel dann tatsächlich nur Blueprints. Ich meine, wir können natürlich unser Floß nehmen und mal so drumrum düsen. Und eben gucken. Weil ich glaube, wir waren doch jetzt eigentlich überall. Wir waren am Strand, wir waren oben bei dem Schiff. Flugzeug. Aber was wir unbedingt brauchen, ist eine Turtle. Bleib mal da. Weil ich ja irgendwie Wasser sammeln muss. Das heißt, das nehmen wir mit. So, und wo war jetzt eigentlich unser Bett? Hier ist unser Floß. Das trifft sich sehr gut. Stellen wir mal kurz das Ding hier hin. Hörtelschale. Einmal da, falls es regnet. Da ist wieder ein Komodo.
Liegt ja jetzt genau bei unserem Bett. Wo war unser Bett? Ich habe es gefunden. Sehr schön. Dann habe ich mal kurz gespeichert. Und ja, ich denke, dass wir dann mit der Insel hier fertig sind. Wenn euch noch irgendwas eingefallen ist, was ich auf der Insel übersehen habe, dann schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Und dann würde ich aber sagen, dass ich den Part an der Stelle auch beende. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich fand es auf jeden Fall cool, dieses Erkunden. Ist immer eine richtig coole Sache. Und ja, dann wünsche ich euch in dem Sinne noch einen wunderschönen Abend. Und wir sehen uns dann auf der nächsten Insel. Also bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.